glaube, diese Musik ist aber spezieller, da Opposing Force und Blue Shift von einem anderen Entwickler sind als von Half-Life und Half-Life 2 und so weiter. Sind aber auch bei Steam noch erhältlich für Schmerzen und Todeswünsche und alles. Ja, man muss mindestens einmal sterben, um das Spiel zu kriegen. So. Wir wollen hier hin. Killen einmal kurz die Krabbe. Stirb, stirb, stirb. Hallo! Ja, wir haben die wir haben die geschnittene Version, also die deutsche. Das ist bei Blue Shift und dem normalen Half-Life so. Da müssen wir uns dran gewöhnen, dass die Gegner sich hinsetzen, wenn sie sterben. Also Menschen. Und da spritzt kein Blut, nix. Glaube ich zumindest jetzt. Und die setzen sich einfach nur hin und schütteln den Kopf, warum sie jetzt gestorben sind, denken sie danach und so weiter. Wenn wir da durchgehen, sind wir Rüstzwiebeln. Wir können mit einem Schnitt unsere Kameraden verschwinden lassen. Und das war offenbar mal ein Bauzaun oder so, irgendwie ein Geländerzaun. Hallo, du darfst nicht zweimal springen, du bist schwer. Wo kommt die alle her? Die Sounds sind generell immer noch die gleichen. Da war nichts drin. Da war Munition drin. Ich würde nicht anfassen. Ich würde nicht anfassen. Idiot. Ich habe gesagt, ich würde nicht anfassen. Also. Immer alles gefunden. Wir können Leben gut gebrauchen. Denn Leben ist gut. Für die Gesundheit. Würde mich das jetzt wehtun? Wir haben es geschafft. Luftschächte. Hey, das ist eine Pistole. Wir haben eine Pistole erhalten. Die wir schon kennen. Und ich habe gerade was festgestellt. Wenn ich Q drücke, wechsle ich nicht zur vorherigen Waffe. Warum? Das ist auch ein Q. Oh, geht doch. Wir haben den Strom abgestellt. Und ich denke mal, das erledigt auch den Zaun da hinten, der unter Strom stand. Nehme ich mal jetzt ganz stark an das Wartegenerator dafür. Gehen wir weiter. Das sind Vortigons. Man sieht's den. Ja, doch, man sieht's den an, ne? Das sind Vortigons. Die von Half-Life 2, die wir kennen. Sind aber unsere Feinde. Warum? Weil sie Sklaven sind. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Jeder kennt Half-Life. So. Wir sind hier. Die sind dort. Wir sind auf der Suche nach Gordon Freeman und unseren Leuten. Wir wollen hier raus. Das ist Funkradio. Ich werde es mal nochmal gucken, ob hier Leben drin steckt. Grafikkarten und so ein Scheiß. Das hat sich doch gelohnt. Muss gerade mal rätseln, wo die Tasten sind. So. Hier ist auch noch was. Meditation. Wir drücken benutzen. Shepard, Sie leben noch. Hören Sie, uns hat es ziemlich übel erwischt und wir haben den Befehl, uns zurückzuziehen. Wiederhole, wir ziehen uns zurück. Anscheinend haben Sie mit Black Mesa jetzt was anderes vor. Wenn Sie es schaffen, durch das Transitsystem zu kommen, können Sie vermutlich die Oberfläche erreichen. Und da holen wir Sie dann raus. Hä? Viel Glück. Ende. Ihr Idioten, ich bin doch in der Oberfläche, ich will nicht nach unten.
Hallo? Schlagen Sie sich durch das Transitsystem bis zum Ausgangspunkt durch. Auf keinen Fall. Ah! Tot. Okay. Ja, wir müssen wo runter. Au. Sturzschaden mögen wir immer noch am liebsten. Oh. Muss aufpassen, wenn wir leider runtergehen. Zack. Was ist das? Oh, Barnacles. Kletten. Die kennen wir doch. Auch aus Hageldings. Geht's noch weiter runter? Ja, falls man runterfliegt. Nee, hier wollen wir nicht hin. Ich werde auch gleich aufhören wollen. Oh, immer diese spastischen Anfälle nach dem Laden. Das zwei Schüsse und die sind exterminiert. Oh, wir haben eine Shotgun. Sauber. Sturzschaden ist hier auch extrem gefährlich. Nee. Das mache ich anders. Das dürfte aus Game Over werden. Ich nehme die Leiter. Oh, ich glaube, das war ein Headshot. Headshots zählen offenbar noch. Das ist auch immer noch. Ah, das ist Metall. Das ist ein bisschen fies mit der Steuerung hier. Energie jetzt auf 20%. Hier ist nichts. Oder unten. Oh je. Ich habe diesen Ort noch in Erinnerung. Und damit ich richtig Ärger habe, mache ich jetzt erstmal Schluss hier. Mit der ersten Folge von Half-Life Opposing Force. Wir sind Colonel Adrian Shepard und nicht Gordon Freeman. Wie sonst auch immer. Wir spielen auch nicht Gorky 17. Wer wissen will, wie man Gorky schreibt, G-O-R-K-Y und dann 17 halt. PC-Spiel. Ja, wir sind Colonel und sitzen fest in Black Mesa und wollen raus. Und wir stehen vor einer Hürde. Nämlich der Hürde, die ich noch in Erinnerung habe. Wir speichern wieder. Schnell und automatisch. Wir haben diesmal nur ein Schnellspeicher. Wir speichern ein neues Spiel. Gespeichert. So. Wir haben 1, 2, 3, 4 Waffen. Und wir springen, haben Nachsicht und alles. Und wir können das Half-Life-Symbol springen. Ja, das war die erste Folge. Und ich hoffe, ich mache noch weiter. So gesehen würde ich sagen, ich danke euch erstmal fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Part oder Folge oder Let's Play. Je nachdem, was ihr als nächstes schaut von mir. Also bis denne. Tschüss.